Auf die Bälle, fertig, los! 2 Stunden Training mit 4 Nationalspielerinnen und einem Bundestrainer. Dieses Highlight hat die Hermann-Butzer-Schule in Schwieberdingen gewonnen. Ein Riesenerlebnis für die Kids und eine gute Aktion für den Handballsport. Für den Handball ist es wichtig, in die Schule zu sein, aber vielleicht nicht unbedingt nur für die Nationalmannschaften, sondern eher auch erstmal für die Vereine. Und wenn man sieht, mit wie viel Spaß die Kinder bei der Sache sind, dann klappt das schon ganz gut. Angeleitet wurden die knapp 50 Schüler von der ehemaligen Nationalspielerin und jetzigen Lehrerin Maren Baumbach. Ich finde es eine super Aktion. Ich bin jetzt ja auch schon das zweite Mal dabei. Wie gesagt, ich erlebe immer glückliche Kinder und auch Kinder, die danach wirklich Handball begeistert eigentlich sind. Ich glaube tatsächlich, dass ein guter Weg ist, Kinder von Handball zu begeistern und auch längerfristig daran zu binden natürlich. Gerade einmal 10 Stunden nach Abpfiff des Schwabenderbys in Nellingen waren auch die 4 SG-Ladies Antje Launroth, Luisa Schulze, Kim Neitzinabitius und Dina Eckerle mit viel Spaß dabei, auch wenn Eckerle diesen Wurf ins Tor lassen musste.